Ob auf dicke oder dünne Rollen, von Bocholt aus gingen die edlen Garne früher in die ganze Welt. Denn solche Spinnereien gab es hier gleich dutzendfach. Warm und unendlich laut hielten es die Arbeiter zwischen den vielen Maschinen kaum aus. Anders heute. Warm und etwas laut ist es zwar immer noch, doch die Ohren zuhalten will sich heute niemand mehr. Denn dort, wo früher Millionen von Garnspulen aufgedreht wurden, drehte jetzt die Jugend der Musiklandschaft Westfalen Festival Philharmonie auf. Aber dass die Musiker die alte Fabrik im Herzen von Bocholt heute wieder mit Leben erfüllen, ist irgendwie auch eine Spinnerei. Ich wollte hier schon seit mehreren Jahren Konzerte machen. Damals, als das hier eröffnet wurde, hatte ich mich da schon für interessiert. Und sowohl die Musiker als auch die Dirigenten waren ziemlich angetan davon. Es ist, sagen wir mal, etwas warm, wie wir merken. Jetzt wird gerade gelüftet, dann geht es gleich wieder. Aber ansonsten akustisch ist das erstaunlich, dass ein solches Orchester so gut überkommt dabei. Ist eigentlich sehr hart, aber es funktioniert. Wenn die Menschen drin sind, geht's. Und die waren offenbar sehr gern Schallschlucker für Tschaikowski, Beethoven und Co. unter der Leitung von Stardirigent Christoph Penderecki und seinem Kollegen Maciej Dworek. Wohl auch wegen der ungewöhnlichen Kulisse, bei Mendelssohn Violinkonzert etwa verschmolzen Publikum, Orchester und Solist Josef Lendwey geradezu zu einer Einheit. I have to tell you that first I was a little bit not really understand the place, but now Also ich muss schon gestehen, dass ich wegen des Ortes sehr skeptisch war. Aber jetzt muss ich sagen, die Mischung aus Bauruine und moderner Kunst schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist schon eine ganz andere Erfahrung hier, denn normalerweise spielen wir ja in Konzertsälen. Aber dieser Raum gibt dem Konzert eine ganz wohlige und vor allem intime Umgebung. La proximidad del público también hace crear una atmósfera muy íntima y muy especial. Dabei kennen sich die Künstler offenbar aus mit ungewöhnlichen Kulissen, wie etwa beim Flashmob vor wenigen Tagen auf dem Valienplatz in Borken. Auf ein Zeichen natürlich kam ein Gitarrenspieler an den Brunnen und ließ auf der Gitarre die ersten Töne von der 9. Sinfonie erklingen. Und innerhalb von wenigen Minuten kam das ganze Orchester aus 7 oder 8 Richtungen zu diesem Platz, gesellte sich unter die Zuschauer, die nun auch verstärkt strömten. Und zum guten Schluss hat das 70 Mann starke Orchester da gestanden, Beethovens 9. gespielt und dann mit einem Paukenschlag wurde dann auch noch ein 100-köpfiger Chor eingesetzt, der zwischen diesen ganzen Leuten stand. Eine ganz besondere Erfahrung nicht nur für die Borgener, sondern auch die vielen jungen Musiker. Unter tausenden Bewerbern wählte sie Stardirigent und Komponist Christoph Penderecki aus. Darunter übrigens auch einige aus dem Münsterland. Innerhalb kürzester Zeit lernten sie etwa, sein Adagio für Streichorchester perfekt umzusetzen. Junge Leute aus der ganzen Welt, die kamen hier, die sind Russen, Ukrainer, Amerikaner, wenig Deutsche eigentlich und 28 Nationen zusammen. In 2 Wochen macht man ein Orchester, das ist schon etwas. Und
Und ich fand auch die Vorstellung des Orchesters super von Herrn Klapsing, also dass man da mal so den Eindruck hatte, was so in der Welt im Frieden laufen könnte, wenn wir nicht immer diese fürchterlichen Verhältnisse draußen hätten. Aber das war jetzt heute Abend wirklich beeindruckend. Also toll. Ich habe das nicht so erwartet. Ehrlich, ich bin immer noch ganz hingerissen. So ging es auch den anderen Gästen. Zum Glück aber gibt es in der Musiklandschaft Westfalen noch einige Konzerte, unter anderem mit dem Höhepunkt am Schloss Rasfeld. Infos hierzu unter musiklandschaft-westfalen.de. Und die alte Spinnerei in Bocholt, in der heute das Textilwerk untergebracht ist? Im Rahmen des Kulturprojekts Kubai dürften hier eine ganze Reihe ähnlicher Konzerte folgen.